Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Naja, Tutorial kann man es nicht nennen. Ich zeige euch eher ein paar tolle Sachen. Mir ist aufgefallen, dass viele wirklich immer sich Sachen auswählen, wenn sie ihre Filme oder Serien gucken möchten. Ich habe einen leichteren Weg. Einmal gibt es die Seite kino.to. Ihr könnt hier alle Filme gucken, indem ihr die in der Suche eintragt oder auf alle Filme geht oder Kinofilme, die aktuellen und alle Serien. Das zum Beispiel, ich suche jetzt mal einen Kinofilm raus. Es gibt bloß immer einen kleinen Nachteil. Naja, nehme ich mir einfach mal den, auch wenn der mich nicht interessiert. So. Dann sucht ihr euch hier einen aus. Ich kann euch eher ein paar andere empfehlen, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Dive X benutzt und hier sieht, klickt ihr hier drauf. Und dann bloß, naja, okay. Meins hat es verweigert. Jetzt muss ich es erstmal aktualisieren. Erlauben. Was lädt ihr? So, von wegen, und das ist jetzt Werbung. Bitte aktualisieren Sie Ihren Player. Bitte klickt nicht da drauf und gebt ja nicht eure Daten an. Weil die wollen von euch für was, für ein Programm Geld, was ihr bei Chip oder so umsonst kriegt. Und drückt auch immer auf das Play-Zeichen. DivX braucht lange, der muss erstmal immer zwischenspeichern, aber naja, wenn man sich das antun möchte. So, zum Beispiel jetzt sucht man sich den Film aus. Und es gibt verschiedene Mirrors, also verschiedene Anbieter. Einmal archiv.to, das kann ich nur empfehlen. Immer Flash, nicht DiveX. DiveX braucht sehr lange, aber dafür kann man es auch auf der Festplatte speichern. Ja, im Duckload funktioniert eigentlich nie. Aber, naja, auch wenn hier Flash ist. Bloß was ich euch empfehlen kann, ist Mega Video. Das hat eigentlich eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche. So, bloß eben nach 57 Minuten kannst du es nicht mehr weiter gucken. Und 54 Minuten warten. Was ich euch empfehle, ist einfach Router an, aus und dann wieder anzuschalten. Und dann habt ihr schon wieder eine andere IP und könnt wieder weiter gucken. Bloß ihr solltet euch die Minuten merken. So, das war kino.to. Jetzt schlage ich euch simpsons.to vor. Das ist einfach, hier findet ihr alle Simpsons Folgen, die ihr gucken wollt, alle Staffeln und sogar da findet ihr schon die Staffeln, die noch nicht mal auf Deutsch sind, aber mit deutschem Untertitel. Erkennt ihr da dran? Ja, das erkennt ihr alles dran. Und das Tolle ist, hier wird euch gezeigt, wann die nächste neue Simpsons-Episode läuft. Die allerneueste. Ja. So, dann gibt es noch FamilyGuy5x.to. Da findet ihr einfach alle Family Guy-Folgen. Sind bis jetzt noch nicht so viele. Ist eben nach dem gleichen Konzept aufgebaut wie Simpsons.to. Dann gibt es noch onkelcharlie.c4.to, das ist eigentlich Two and a Half Men, auch alle Folgen, deswegen sind die hier schon auf Deutsch. Ja, mit, naja, halb Deutsch, kann man so sagen. Ja, und mein Favorit, Justin TV, da könnt ihr einfach Fernsehen gucken über euren Computer. Zum Beispiel hier. Sucht, gibt ihr einfach um ein Pro 7, dann sucht eine kurze Zeit und dann findet ihr hier Pro 7. Das geht eigentlich so, indem ein anderer eine TV-Karte in seinem Computer hat und es hier drüber hochlädt, dann kann man die eben gucken. Pro 7 kann man eben gucken. Naja, manchmal mit kleinen Störungen, aber sonst ist es ganz okay.
Ja, das Einzigste ist jetzt zum Beispiel, wenn man auf justin.tv geht, muss man sich erstmal anmelden. Naja, dann meldet ihr euch, dann muss man sich erstmal anmelden mit seinen Daten. Und was ich noch euch sehr empfehle, wenn ihr euch irgendwo anmelden wollt, was eigentlich, wo ihr euch einfach nur anmelden wollt und aber nicht sein wollt und nicht wollt, dass eure E-Mail-Adresse zugespammt wird, dann geht mal auf trashmail.com. Das ist so, da kannst du es angeben, irgendwie VVV, kannst du angeben, dann deine Mails holen und da werden die Mails hingeschickt. Ja. Genau, und noch, ich muss noch sagen, alle Sachen, die ich sage, sind legal. Also ihr könnt die ruhig benutzen. Bloß bei Kino.to ist es so im Graubereich. Manche sagen, es ist illegal, manche sagen, es ist legal. Aber nach juristischer Sicht ist es im Graubereich. Also nicht legal und auch nicht illegal. Naja, okay, das war es heute erstmal. Bis dann, tschüss.